mein kleiner 35i, was fehlt dir denn heute wieder? Schauen wir mal. Unser heutiges Problem seht ihr hier. Und zwar wird er allmählich an der Dichtung von der Ventilkammer undicht. Hier ist Öl und es läuft dann schön runter und dann ist unten wieder alles verölt. Da müssen wir mal für Abhilfe sorgen. Da wir hier das Masseband abnehmen müssen, machen wir erstmal die Batterie weg, dass da keinerlei Spannung auf dem Auto ist. So, wir beginnen mit dem kleinen Unterdruckschläuchchen da oben. Nehmen wir auf. Okay. Dann machen wir den Luftschlauch weg. Zahnriemen, machen wir mal weiter, beziehungsweise mit der oberen Verkleidung. Runter geht es, gucke ich jetzt gerade. Naja, das geht runter. Dann noch die Klammer vom Gaszug weg. Dann können wir den Gaszug aushängen. Dann haben wir hier Platz genug. So. Wir probieren jetzt, diese Halter hier auszubauen und dann kommen wir eigentlich an alle Schrauben dran. Gehen wir mal an der Seite her. Und die zweite Schraube. Und kann raus. Und hier unter dem Halter sitzt die Schraube verborgen, oder die Mutter ist es ja. Die gleiche Nummer natürlich mit dem Halter auf der anderen Seite. Eine. So, und die Imbusschraube kommt am besten unten rum bei. So, jetzt haben wir den Temperaturfehler. Und die große Schraube unten. Und jetzt haben wir den Halter auch draußen. Jetzt geht's auch weg. Wenn wir jetzt um die Ventilkammer rumschauen, sehen wir, dass die Ventildeckel vollkommen frei ist. Ich komme an alle Schrauben dran. Hier hinten muss noch das Masseband weg. Beim Öffnen eines solchen Flansches fängt man immer außen über Kreuz an und arbeitet sich dann nach innen. Okay, die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte und die achte Schraube. Sind solche Muttern mit Bund, das heißt, man kann schon mal keine Unterlagscheibe verlieren. Ist ja nicht schlecht. Die überliegenden Seite weiter. Und am Magnet hängt sie. Im Prinzip wäre die Kammer jetzt lose und kann abgenommen werden. Sehr schön. Immer schauen, dass ihr keinen von den Ringen verliert und dann kann die alte Dichtung raus. Okay, das war die alte Dichtung. Hier in der Gegend war sie undicht, aber wir sehen, der Riss war eigentlich hier. Dann ist das hier rüber und dann hier rausgelaufen. Jetzt seht ihr deutlich, wo der Riss war. Wir inspizieren mal, wie es da drunter aussieht. Machen wir die Verkleidung hier ab.
Müsst ihr halt aufpassen, bei sowas darf euch nichts in den Motor fallen. Die sind noch minimal. Hydrostößel hat man nichts gehört, also lassen wir das mal, das Thema. Gut. Dann machen wir das Zeug ein bisschen sauber. Vor für die Dichtungen. Reinigt ihr dann mit Aceton oder mit Nitroverdünnung geht es auch, wie in meinem Fall. So, noch hier schön die Nut reinigen, sonst funktioniert es da nicht. Da wir noch Flächendichtung zum Abdichten einsetzen werden, muss das Teil natürlich komplett sauber sein und entfettet. So, bei einer Werkstatt würde man das natürlich nicht ganz so gründlich machen, aber die hat ja auch das Bedürfnis, dass ihre Kunden irgendwann wiederkommen, wenn die Dichtung das nächste Mal undicht ist. So, wie gesagt, dünn Dichtungsmasse draufstreichen kann da nicht schaden. Porsche schreibt das bei meinem Motor sogar für die Ecken vor. Und dabei habe ich gelernt, dass er das überall macht, dass die Dichtungen nachher doch länger halten. Und natürlich auch die Motorseite. Muss jetzt ein bisschen zügig gehen, bevor das die ganze Geschichte trocken wird. Jetzt setzen wir langsam die neue Dichtung wieder an ihren Platz. Überall schön auf alle Löcher. Überall schön ansetzen, dass sie wirklich voll in der Nut ist. Den Plastikdeckel dürft ihr nicht vergessen. Dann den Deckel wieder drauf. Beim Anzug beginnen wir in der Mitte, arbeiten uns dann über Kreuz von innen nach außen vor. Zum Schluss gibt es noch eine Reihe, noch 10 Newtonmeter. So, können wir die Zahnriemenverkleidung wieder aufstecken. Ganz wichtig ist, dass das Masseband wieder an den Kopf kommt. Das Masseband dürft ihr auf keinen Fall vergessen, sonst kostet es leicht mal ein Steuergerät. Wir beginnen wieder die Träger von der Ansaugung da oben anzubauen. Aber unten die 6er Schrauben sind hier. So. Die 8er Schraube unten bekommt 20 Newtonmeter. Für die 6er Schrauben reichen 10 Newtonmeter. Und dann kommt das Teil. Ist dieses Teil drin? Ich hab da euer Vergnügen. Und unten kommt eine 8er Schraube rein. Andere Schraube ist wieder was für Feinmotoriker. Schrauben bekommen ihre 20 Newtonmeter. Der Geber kommt hier unten drunter und dann können wir mit der Imbusschraube hier festgedreht. Den ziehen wir auch noch an. Drauf gehen die Dinger ja immer ganz leicht. Da kontrollieren wir auch alles. Sitzt alles fest. Gaszug einhängen. So, gehen wir auf Vollgas. So, und wie ihr jetzt seht, fehlt da noch ein Stück. Das heißt, wir müssen den Zug neu einstellen. Schauen wir mal in der Position hier. Und jetzt funktioniert die Sache deutlich besser. Seht ihr? Richtig eingestellt. Loslassen. Gas geben. Und wir sind auf Vollgas. Jetzt basteln wir noch die ganze Luftführung da zusammen und dann sind wir auch schon fast fertig. Die Schläuche hier wieder zusammenführen. Also erstmal der untere. So.
Also alle zusammen. Auch dieser clevere Deckel drüber. Einmal eingerastet, zwei Kreuzschlitzschrauben. Seht ihr? Da braucht ihr nicht fest anziehen, nur dass das nicht runterrutscht. Können wir die Batterie wieder dran machen? Steuergerät mal ganz schön gezogen hier. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.